Leute, weiter geht's bei Yo-Kai Watch 2. Wir sind mittlerweile 60 Jahre in der Vergangenheit und nun sollen wir quasi zu uns nach Hause gehen. Nach Lenzhausen, ihr versteht schon. Was ist da bei der Schule? Da ist irgendwas los. Nashornkäfer, was? Hört ihr das an? Die zwei streiten, welcher Käfer besser ist. Der Nashornkäfer oder der Hirschkäfer. Das geht schon seit Stunden so. Typisch, Jungs, die müssen immer gleich emotional werden. Ist doch egal. Oder willst du jetzt auch bei dieser albernen Diskussion mitmachen, hä? Na dann viel Spaß. Mach schnell, damit du nichts vom Drama verpasst. Schon vor 60 Jahren stellt man sich, ob Nashorn oder Hirschkäfer besser ist. Viel Glück, ich hoffe, dein Käfer gewinnt oder so ähnlich. Was soll's? Ich würde das Ganze aus sicherer Entfernung beobachten. So, ihr Typen. Hey du da, was meinst du? Sind Nashornkäfer nicht cooler als Hirschkäfer? Eigentlich ja. Eigentlich ja. Sag ich doch. Hey, du hast ja richtig Ahnung von Käfern. Nö, ich bin doch. Wie kommt ihr darauf, dass Nashornkäfer cooler sind, hä? Hey, weißt du was? Wenn du dir so sicher bist, beweis es doch. Zeig mir einen Nashornkäfer, der cooler als ein Hirschkäfer ist. Komm schon, du weißt doch selbst, wie selten die sind. Ja, was? Du spielst hier den Experten und hast doch nie einen seltenen gesehen? Glaub ich schon mal einen seltenen Nashornkäfer gesehen. Wenn du es genau wissen willst, ich habe einen als Haustier. Ich nenne ihn Rufus. Sean hat ihn auch schon gesehen. Geh doch mal zu mir und hol ihn. Hä? Ja, tut mir leid, aber das war alles gelogen. Kannst du ihn auftreiben? Was jetzt? Na klar. Das schaffst du schon. Einfach mal eben einen Nashornkäfer fangen, einen seltenen. Es wäre cool, wenn mir jetzt angezeigt werden würde, wo ich so einen bekomme. Nashornkäfer selten. Nee, natürlich nicht. Vielleicht ist ja hier einer. Und Schmetterling. Und das wird nichts. Doch! Oh nein, ich kann das nicht. Jetzt! Fuck! Oh, ich werde nie einen Schmetterling kriegen, Leute, nie. Soll ich mich jetzt wirklich damit herumschlagen, einen seltenen Nashornkäfer aufzutreiben? Einen seltenen Hirschkäfer hätte ich, glaube ich, sogar gehabt. Scheiße. Shit, jetzt habe ich dasselbe verkackt. Scheiße. Komm schon, hier muss es doch welche geben. Geht das wieder nur ein Schmetterling? Den ich nicht erwischen werde. Ja. Komm schon. Ja. Fuck, schon wieder ein bisschen zu früh. Ach. Komm schon, gibt's hier einen Nashornkäfer? Ja, aber noch mein Schmetterling. Ja, zählt und? Darf ich jetzt endlich einen haben? Yes! Hab ich! Wurde auch Zeit. Purpurschmetterling. Der sieht schön aus. Aber so ein scheiß Hirschkäfer, ey. Was, da ist was? Ah, da war eine Kiste. Ha, hab ich jetzt gar nicht gesehen. Komm schon, irgendwo muss es doch solche Käfer geben. Ich will auch nicht mehr lange suchen. Ernsthaft. Ich hätte echt angenommen, dass die jetzt hier zu finden sind. Naja. Ah, scheißegal. Wir verschwinden. Wir verschwinden. Wir werden immer ein bisschen drauf achten, ob wir einen finden, aber mehr auch nicht. Ja. Habe ich keine Zeit für. So. Hier sind noch Bäume. Da ist aber keiner davon. Nein. Warum ist hier eigentlich Aokai? Naja. Auch kein Nashornkäfer. Da ist noch eine Kiste. Die hat man gesehen ein bisschen. Grüne Münze. Oh, Münzen. Fantastisch. So. Auf nach Hause am besten.
Was ist denn? Was ist hier los? Warum sind alle so müde, langsam und ausgelaugt, hä? Nee, ich dachte nicht, dass wir so weit laufen müssen. Scheint, als gibt es in dieser Zeit keinen Bus zum Bahnhof. Oben, Jan, hättest du nicht den Zeitstein benutzen können, um zu helfen? Nee, der Zeitstein ist für Zeitreisen und nicht, um faule Yokai zu transportieren. Und ich habe auch keinen mehr. Meinen letzten habe ich für eure Reise benutzt. Was? Heißt das, dass wir in Opas Zeit festsitzen? Keine Panik. Du steckst nicht in der Zeit fest, Johnny. Ich kenne genau den Yokai, der uns helfen kann. Oh, genau. Als ob das zufällig einen Yokai gibt, der diese Science-Fiction-Kraft hat. Ja, und ob es den gibt. Ich kann tatsächlich auch noch in den Zeiten hin und her switchen. Das Spiel wird riesig, Leute. Wenn ich mich recht erinnere, dann hängt er gern hier herum. Kannst du mir mit deiner Yokai-Watch helfen, ihn zu finden, Johnny? Ja, klar. Sieh am Pesslinger Bahnhof nach, ja. Oh, Portalex! Nach Petzlingen? Nein, jetzt nicht. Oh, verstehe. Oder meinen Sie den? Hier ist noch irgendwas. Da. Was ist das denn? Was ist das denn? Bestimmt eine Art Portalex, einfach bloß für die Zeit. Ganz bestimmt. Temporalex. Enthüll, was kann ich für euch tun? Wer braucht eine Umarmung? Es ist lange her. Temporalex. Oh, Hovenjan, wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Was hast du so getrieben, ne? Er ist ein Freund von dir? Hovenjan? Hä? Oh, hallo Junge. Du siehst ja genau aus wie Nathaniel. Er ist Nathaniels Enkel und er braucht deine Hilfe, um durch die Zeit zu reisen. Enkel? Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Ich helfe dir gerne, mein neuer Freund. Und wir haben Hilfe. Temporalex. Gott. Okay, okay, okay. Wenn wir jetzt wieder zurück nach Hause können, zu unserem richtigen Nachhause, haben wir einiges geschafft heute. Sehr cool. Im Ernst, Freund? Einfach so? Er ist wohlwollend. Er schließt jeden in die Arme, der es nötig hat. Es geht hier aber eher um Zeitreisen als um unser Bedürfnis nach Umarmungen. Trotzdem, wer hätte nicht gern einen Freund, der Zeitreisen ermöglicht? Ah, mit Temporalex wechselst du zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart. Manches lässt sich nur durch Zeitreisen entdecken, neue Abenteuer warten. Nutze Temporalex Macht, um die Welt in beiden Zeiten zu erforschen. Nutze Temporalex, um in deine Zeit zu springen, wenn dort etwas zu tun ist. Das wäre also geregelt. Lasst uns jetzt weiter ins alte Lenzhausen. Okay. Hier ist noch irgendwo ein Yokai. Irgendwo. Hier. Wo ist mein Stift? Da. Noch ein Schmetterling. Vielleicht kriegen wir den jetzt. Komm. Ha. Ja gut, ich würde die Aufnahme sehr schnell gerne damit beenden, dass ich wieder vor diesem Baum stehe, beim Yokai Marten, damit ich am nächsten Tag dann eventuell was mitnehmen darf. Das wäre schön. So, bisschen vorspulen hier. Komm schon, macht ihn alle. Das reicht noch nicht. Okay, vielleicht kann ich Shibania ja noch reinigen, das gibt noch ein bisschen zusätzliche Erfahrungspunkte. So, ja, hat geklappt. Aber jetzt könntet ihr ihn bitte vernichten, ja? Komm, noch einmal. Danke. Kommt er mit? Ich glaube nicht. Nein, kommt nicht mit. Aber ich hoffe jetzt, diese Temporalex, die gibt es auch des Öfteren, ne? Und nicht einfach nur hier. Nach Petzlingen, ja. Da muss ich echt mit dem Zug wieder nach Lenzhausen fahren? So,
So, ja. Hey, Joni, ist das da der Bahnhof von Pestlingen? Schon wieder laufen? Oh, ich schaffe keinen einzigen Schritt mehr. Hey, da ist dein Portalex. Ja, das wäre um einiges schneller. Was? Ach so, ich bin falsch. Ich bin falsch, ist ja gut. So, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Der Zug ins alte Linzhausen fährt von hier ab. Aber vorher müssen wir reden. Na nun, worum geht's? Ehrlich gesagt müssen wir über Geld reden. Anders als wir uns Joker sind 60 Jahre für Menschen eine sehr lange Zeit. Währungen ändern sich, Inflation setzt ein. Der Wert des Geldes ändert sich. Es ist recht kompliziert, aber dein ewig genialer Butler hat einen Plan. Ich hatte eine gute Idee. Die es dir ermöglicht, hier sorglos einzukaufen. Eine gute Idee? Whisper, was in aller Welt hast du getan? Hm. Na los, spuck es aus. Was hast du getan? Berufsgeheimnis. Gib einfach aus. So viel du willst. In beiden Zeitaltern. Ja, okay. Brauchst eine Fahrkarte. 3 Euro, ja. Ja, vor 60 Jahren gab es doch nicht wirklich Euro, ne? Oh, wir haben einen schönen Retrozug. Gefällt mir. Wo sind wir jetzt? Direkt in Lenzhausen? Ich hoffe mal. Das alte Lenzhausen, ja. Okay, gibt es jetzt ein Joker im Markt? Das ist so gerade das Wichtigste für mich. So sah Lenzhausen vor 60 Jahren aus. Es ist alles so anders. Bist du sicher, dass wir in Lenzhausen sind? Lass uns noch einmal über unsere Mission hier sprechen, Johnny. Nathaniel erwähnte in seinen Notizen 3 Orte. Ich glaube, es waren rund um die Uhr, der Schrein im Wald, Berg und die Lenzhausener Stahlwerke. Ich bin so gespannt auf die Joker Watch, die Nathaniel bauen wird. Okay. Finde die Joker Watch Teile. Ja, da sind schon mal die Stahlwerke. Wie komme ich da hin? Jetzt ernsthaft, wie komme ich da hin? Oh, meine Ausdauer ist zum Kotzen. Wie komme ich da hin? Das Tor hier ist zu, ja. Gott, hier ist alles so riesig. Gibt es scheinbar keine Yokais und kann gar nichts. Hm. Ich bin zu müde, ich mag nicht mehr arbeiten. Lass uns die Arbeit heute mal vergessen und ein wenig Spaß haben. Hier gibt es etwas Seltsames vor sich. Lass uns die Gegend untersuchen. Hm. Wer bist denn du? Hä? Ich habe diesen alten Mann schon einmal irgendwo gesehen. Das ist Nice Nipples, der Besitzer des Memoriumladens, weißt du nicht mehr? Aber wir haben ihn in unsere Zeit geholt, nicht in dieser. Sucht ihr nach dem Yokai, der die Arbeit träge macht? Sucht drinnen. Ein Yokai? Wenn ein Yokai seine Finger im Spiel hat, müssen wir doch was tun. In Ordnung, lass uns einen Blick ins Innere werfen. Wenn du dort hineingehst, nimm diese Murmel mit. Mysteriöse Murmel, was? Eine Murmel, wieso? Sie ist besonders, sie macht versteckte Dinge sichtbar. Schaust du hindurch. Ich bin sicher, du wirst sie drinnen gut gebrauchen können. Danke. Okay, schön. Puh, wieso ist hier überall Rauch? Ich kann gar nichts sehen. Hallöchend. Da ist sie, Shawnee. Benutze die Yokai Watch Linse. Nein, besser nicht. Wohl eher die Perle. Ich kann gar nichts sehen. Ist da jemand? Wie, du kannst sie etwa nicht sehen? Da ist doch ein Joker direkt da drüben. Ich frage mich, ob der Joker Watch vielleicht kaputt ist. Oh, vielleicht hat Nice Nipples das gemeint. Warum benutzt du nicht die Murmel, die dir Nice Nipples gegeben hat? Ob das etwas nützt? Scheinbar ja. Mi fas mia. Hallöchen. Ich kann sie sehen. Ich bin Mif... ich meine, ich bin...
Mias, Mia. Ich bin ein Rauch-Yokai. Hey, Yokai. Vorstellen ist meine Aufgabe. Sogar beinahe meine einzige. Entschuldige, aber ich bin gerade recht beschäftigt. Ich muss noch mehr Rauch erzeugen, um die Menschen zu manipulieren. Was, davon redest du? Du bist also für das Verhalten der Bauarbeiter verantwortlich. Allerdings. Schoni, wir müssen Mias Mia aufhalten. Ja. Ich werde euch in Rauch einhüllen. Und weg ist sie. Finde Teile der Watch. Hör, die Maschine bewegt sich von selbst. Sehr eigenartig, ich benutze die Murmel. Die Maschine ist weg. Aha, da ist sie. Warte, meine Güte, ihr habt mich gefunden. Los geht's. Ich weiß gar nicht so genau, wo ich nachsehen soll. Auf jeden Fall ist das da wieder komisch. Muss ich jetzt all ihren Spuk quasi finden? Oh nein, ich wurde entdeckt. Der Alte auf dem Schild entschuldigt sich ständig. Wird es nicht langweilig? Ich werde euch vernebeln. Du willst also Spielchen spielen, hä? Das kannst du haben. Ich werde dich überall finden. Überall. Das war jemand anders. Pupsi. Nein, ich war's nicht. Du bist Pupsi, richtig? Nein, nein, ich war's nicht. Nein, ich meine, das ist dein Name, oder? Pupsi. Oh, ja, das bin ich. Aber dieser Rauch ist nicht meine Schuld. Wir haben doch gar nichts über den Rauch gesagt. Gut so, ich war's nämlich nicht. Damit ihr's wisst. Ich meine, wenn meine Fürze diesen Rauch verursachen würden, würdet hier niemand mehr auf den Beinen stehen. Ihr könntet sogar sterben. Aha. Na, dann ist es ja gut, dass es nicht deine Fürze waren. Du glaubst mir, ein Glück. Ich gehe besser nach Hause. Nur um zu vermeiden, dass mich hier wer verdächtigt. Mir ist nicht hier. Wir sollten woanders nach ihr suchen. Aber hier ist ein Item. Bitte Medizin. Sehr gut. Die Uhr scheint auch verdächtig zu sein. Oder was auch immer das ist. Da ist sie. Habt ihr gewunden, Miasmia? Ja, das bin ich. Wolltest du etwas von mir? Warte mal, sie ist plötzlich ganz anders als vorhin. Vorhin? Ich hab dich noch nie vorher gesehen. Aber du hast mich angesprochen, also wolltest du doch sicher etwas von mir. Nein, es tut mir leid. Ich hab dich verwechselt. Mit wem könntest du meine Schönheit bitte hier verwechseln, hä? Sie muss wirklich sehr schön sein. Ich würde ihr Gesicht gerne sehen. Es ist, naja, so ziemlich genau wie deins. Ich kam wegen all des bezaubernden Rauchs vorbei. Aber es scheint, als sei hier nicht viel los. Ich gehe wieder besser nach Hause. Tschüss. Ach, das ist so verwirrend. Lasst uns weitersuchen. Sie ist bestimmt noch hier. Bestimmt, ja. Wir werden weitersuchen, aber nicht mehr heute. Denn das war's bereits wieder für heute mit Yo-Kai Watch 2. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.